Willkommen und hereinspaziert. Wie schaut's in Russland aus? Wie geht's weiter? Ich schaue jetzt mal nach diesem Jupiter-Ingress in den Widder. Am 22. ist es soweit. Wie sich das für Russland auswirkt. Jetzt muss man mal wissen, dass Widder ein aggressives Zeichen ist. Hier herrscht Mars. Es ist auch Feuer, die Kraft, die ungebremst durchstartet. Zum Thema Krieg leider eine passende Geschichte. Also wird das Kriegsgeschehen aus russischer Sicht weiter zunehmen. Das ist weit entfernt von einem Ruhe- und Friedensgedanken. Hier wird ordentlich zu- und nachgelegt, wie auch immer der stattfinden mag. Es gibt auch offensichtlich und wird geben neue Verbündete. Hier nun Putin mit dem gleichen Jupiter-Ingress, denn bis dato hängt das eine ja vom anderen ab. Auch hier ist mit gefährlichen Überraschungen zu rechnen, würde ich mal sagen. Der Jupiter-Ingress direkt lässt noch nicht viel aus, aber im laufenden Jahr wird hier etliches sichtbar. Er hätte eine gute Chance, sich aus diesem ganzen Schlamassel zu befreien. Mal sehen, ob er es nutzen wird. Das ist erst im nächsten Jahr. Solange der Mars retour ist im Zwilling, gell? Das ist nämlich Russland. Russland ist ein Zwillingsstaat. Und ab Jänner auch noch Merkur, Herrscher des Zwillings, rückläufig ist, brauchen wir uns da keine großen Gedanken machen. Das spricht eher von einer Verschärfung der Problematik. Auch hier im persönlichen Horoskop von Putin zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das Erfolgskurs nennen kann, ganz ehrlich. Das widerstrebt mir. So, hier nun die Ukraine und der Jupiter-Ingress. Auch hier verschärft es die Maßnahmen. Sehr sichtbar, sehr vor den Augen aller Öffentlichkeit. Der Spannungsaspekt von Uranus-Pluto ist noch lange nicht vorbei. Der sich an nichts hält, der über alle Grenzen hinausgeht sozusagen, der alles zerschießt. Auch hier konnotiert mit sehr negativen Spins dazu. Weiters haben wir hier zu diesem Rückläufigen zu Neptun der Ukraine in 12, was für verschleierte und geheime Aktionen steht. Auch nicht prickelnd, keine Verbesserung in Sicht, ganz im Gegenteil. Nochmal, nicht zu vergessen, Widder ist eine Kriegssache, genauso wie Schütze. Und hier noch zu guter Letzt ein gewisser Herr Selensky und dieser Jupiter-Ingress. Na, der macht ihn auch nicht wirklich friedlicher, gell? Nein. Auch hier gilt, besonders bei ihm gilt, da er eine Zwillingsaszendenten hat, dass die Rückläufigkeit von dem Mars in 12, der zu vielen versteckten Aktionen etc. führt, ja, das Spiel auch nicht beenden kann. Hier dagegen ist er wahnsinnig für Enttäuschung, Täuschung dran. Ja. Die Uranus-Opposition ist einer Midlife-Krise geschuldet, aber nichtsdestoweniger wie der Untergroße natürlich zeigen, wer er ist. Saturn ist über den MC bereits gegangen und hält somit diese ganzen Situationen erstmal fest. Die persönliche Gefahr in diesem Krieg für ihn wird zunehmend größer. Pluto schleicht sich immer mehr Ende Steinbock und nähert sich seiner anfangsgradigen Wassermannsonne. Also zusammengefasst, leider keine guten News mit diesem Jupiter-Ingress, da es diese Kampf- und Kriegsbereitschaft fördert. Alles Liebe, Andrea.